Jetzt haben Jetzt wir es. ist Genau. wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Lischlinger. Gut. Ja, meine Damen, meine Herren, schönen guten Tag. Nachdem wir jetzt von meinen Vorrednern relativ viel gehört haben über den Bereich, wie ich in Unternehmen agieren soll, um bei meinen Mitarbeitern entsprechende Awareness zu erschaffen, damit diese Mitarbeiter sensibilisiert werden für Vorfälle, ist es aber leider immer noch so, dass tatsächlich immer noch der ein oder andere oder leider auch relativ häufig Angreifer ihren Weg in unsere Netze finden. Und ich bin einer derjenigen, der Ihnen heute erklären möchte, mit welchen Mitteln Sie heutzutage im Bereich von Security unterwegs sein sollten, um entsprechende Anomalien respektive Malware zu erkennen. Also für uns als Hersteller Progress ist alles, was sich abseits der normalen Datenverkehrsthematik beherrscht, eine Anomalie. Und wir detektieren diese Anomalien mit unseren Lösungen. Und wir fallen unter den Tenor NDR, also Network Detection and Response, und gehören laut Aussicht einiger Analysten zu der sogenannten SOC Visibility Trial. Sie werden das Logo ein bisschen häufiger sehen. Aber zu Beginn meines Vortrages möchte ich einfach anfangen und Ihnen mal so ein paar provokante Fragen stellen, um Sie auch ein wenig zum Nachdenken anzuregen. Und zwar geht es mir darum, dass Sie sich mal Gedanken darüber machen, ob Sie tatsächlich eine vollständige Transparenz über die Systemaktivitäten auf den Komponenten Ihrer Mitarbeiter im Unternehmen haben. Denn das sollten Sie haben, damit Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen können. Sieht es also bei Ihnen so aus wie in dem obersten Bildschirm, wo es heißt, das ist das Programm, was Sie eigentlich laufen lassen möchten? Oder sieht es bei Ihnen eher so aus, und das ist jetzt mehr so die humorige Seite, wie auf dem unteren Bild, mit einigermaßen hingestrickten Hilfsmitteln versucht man letztendlich das Gleiche zu machen. Wer das Ganze nicht kennt, oben ist ein Bild aus Ritter der Tafelrunde, unten ist ein Bild aus Ritter der Kokosnuss. Und wer sich den Film schon mal angesehen hat, weiß, mit welchen Mitteln die dort unterwegs sind. Dann ist natürlich die Frage, die mich interessiert und die Sie auch unbedingt interessieren sollte, ist, ob Ihre IT-Spezialisten in der Lage sind, Netzwerk- oder Applikationsanomalien zu entdecken, wenn Sie, und das ist jetzt ein weiterer Punkt, wie bisher in Silos arbeiten. Mit Silos meine ich, dass Sie getrennte Abteilungen haben, die sich um die Applikationsinfrastruktur kümmert, um die reine physikalische Netzinfrastruktur, und der Security-Bereich arbeitet auch noch eigenständig. Denn was dann passiert, ist eigentlich der Wer Bild innerhalb dieser Sache. Sie erhalten im Falle eines Problems keine klare Aussage, was ist hier passiert und was ist in dem Augenblick, ich will jetzt nicht sagen Schuld, aber wo entsteht dieses Problem? Weil wenn man in Silos arbeitet, gucken die Kollegen natürlich auch nicht über ihre Grenzen hinaus und entsprechend auch sind auch nicht in der Lage, über ihre Grenzen hinaus zu agieren, um Angriffsmuster oder Fehler, Anomalien im Netzwerk so zu erkennen, wie es heutzutage notwendig ist. Denn ich kann nicht nur klar sagen, das ist ein Applikationsproblem, das ist ein Netzwerkproblem, das ist ein Security-Problem. Nein, alles das ist miteinander heutzutage verwoben in den Netzen und sollte auch entsprechend gemeinsam auch betrachtet werden. Und somit, meine nächste Frage impliziert eben halt, dass Sie sich fragen sollten, ob Sie tatsächlich am Steuerstand in Ihrem Netzwerk sitzen oder eher so ein bisschen wie der Beifahrer sind. Kleine Anekdote dazu. Da versucht der IT-Admin oder der CISO oder der CIO seit Jahren der Firma Neues beizubringen, auch mit Hilfe von Schulungsmechanismen, wie es die Kollegen vorher, die Vorredner vorher vorgestellt haben, zu etablieren im Unternehmen. Und trotz alledem wird man gehackt, unterliegt man Ransomware und die Firma muss Lösegeld zahlen. 5 Millionen ist zwar hier ein bisschen humorisch angesetzt, aber die Schäden sind heutzutage relativ groß. Es gibt aktuelle Statistiken, wonach die durchschnittliche Lösegeldforderung bei einer Ransomware-Attacke etwa bei 250.000 Dollar liegt. Also nicht bitte das als Kleingeld wegtun. Das ist der falsche Weg. Ich möchte Ihnen heute die Lösung zeigen, die all diese Fragen, die ich vorher gestellt habe, auch entsprechend beantworten wird. Und nochmal der kleine Exkurs, wie Sie heutzutage eben Netzwerksicherheit erstellen sollten und es auch eigentlich schon zum größten Teil richtig machen und tun. Denn Sie werden mit Sicherheit irgendwo Ihren Perimeter abgesichert haben und Ihren Perimeter kann man
wird heutzutage klassisch durch eine Firewall abgesichert, natürlich durch eine hochwertige Firewall. Man sollte nicht der Meinung sein, dass diverse Router, die Firewall-Funktionalitäten haben, vielleicht auch reichen würden. Nein, ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, nein, die werden in dem Augenblick nicht reichen. Sie brauchen heutzutage schon eine ordentliche Firewall. An der Stelle zu sparen, ist der falsche Weg. Und wenn Sie das gemacht haben, haben Sie schon mal grundsätzlich erstmal alles richtig gemacht. Und zu einer Sicherheitsstrategie gehört natürlich auch, dass Sie Ihre Endpoints entsprechend überwachen. Durch Antivirus macht man heute eigentlich kaum noch, sondern man macht so kombinierte Security-Suiten, Endpoint-Protection-Suiten, nennen sich je nach Hersteller alle unterschiedlich, aber die beinhalten meistens Antivirus, Personal Firewalls, Anti-Malware, Endpoint, Data-Leakage-Prevention und ähnliches. Und das ist auch ebenfalls der richtige Ansatz in der Security und den werde ich auch hier nicht wegdiskutieren, weil was wir festgestellt haben und was wir machen und worum wir uns kümmern, das ist exakt dieser Bereich, der dort etwas stiefkindlich von den meisten von Ihnen noch bedient wird. Wir reden hier über den Bereich der Network Security. Und im Bereich der Network Security passieren heutzutage mit die stärksten und meisten Angriffe, weil es immer wieder Angreifer schaffen, entweder diese Perimeter oder Endpoint Security zu überwinden. Es kommt so ein bisschen davon ab, was sie für Systeme dort im Einsatz haben. Aber es auch einfach sehr, sehr intelligente Angriffe heutzutage sind. Und genau diese Angriffsmuster dazu dienen, dass der Angreifer es schafft, diesen Punkt zu überspringen. Stellt man sich mal als Beispiel vor, wenn ich einen Endpoint habe, der vielleicht gerade mal nicht abgesichert ist oder ich betrachte auch in einem Produktionsunternehmen die Werkzeugmaschinen als Endpoints, da weiß ich, dass viele von Ihnen nicht daran denken, die entsprechend abzusichern oder die auch nur ganz rudimentär unter dem Begriff Sicherheit abgefasst sind. Wenn aber jemand schafft, sich darauf zu konnektieren, hat er die erste Hürde ins Unternehmen schon genommen. Und wenn sein Angriffsmuster am Anfang auch nicht die Firewall passiert, dann wird die Firewall dort auch nicht anschlagen. Also beide Mechanismen, Perimeter Security, Endpoint Security, kümmern sich in erster Linie um das, was wir in der Security heutzutage als Nord-Süd-Traffic nennen. Das ist der Verkehr, der quasi im Unternehmen hineingeht und hinausgeht, der also auch von den Endpoints herein und herausgeht. Dazwischen steckt aber jetzt Ihre gesamte Infrastruktur, Ihre gesamten Router, Switches, Storages, Ihre DMZ-Lösung, Ihre VPN-Lösung und was noch alles Sie dort im Einsatz haben. Und das Problem an der Stelle ist, dass dort A, sehr, sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten heutzutage schon gefahren werden. Diese Komponenten sind untereinander oftmals mit 10 Gig, teilweise schon 40 oder 100 Gigabit, je nach Größe Ihres Unternehmens und anhand der Modernität dieser Komponenten verbunden. Und das bedeutet, dort wird auf ein sehr hohes Augenmerk gelegt auf Geschwindigkeit in der Verarbeitung der Daten. Und auch auf die Menge der Daten, die dort verarbeitet werden. Und deshalb ist es sehr schwierig, in dem Bereich mit einer Security-Lösung anzusetzen, weil ich im Normalfall dort mit den Rohdaten eine Rohdatenanalyse machen. Einige von Ihnen werden schon mal den Begriff Wireshark gehört haben. Das heißt, Sie können mit Hilfe eines Tools gezielt Datenströme mitschneiden in vollem Volumen und in vollem Umfang. Und diese dann mit Hilfe von Wireshark analysieren. Das Problem an der Stelle ist eben halt, dass es großvolumige Daten sind. Das heißt, Sie brauchen neben einem Tool, um das Ganze zu analysieren und zu monitoren, entsprechende Storages dahinter, nur um diese Daten sicherheitsrelevant überprüfen zu können. Weil Sie nicht in der Lage sein werden, einen Automatismus zu entwickeln, der genau zum Zeitpunkt des Angriffs tätig wird. Jetzt kommt aber wir daher. Und mit unserer Lösung Flowmon in Verbindung mit unserem ADS-Modul sind wir in der Lage, genau in diesem Segment tätig zu werden und sämtlichen Datenverkehr, der in Ihrem Netzwerk, in Ihrer Infrastruktur kommuniziert, zu analysieren und dort Anomalien zu detektieren. Und für uns ist erstmal vollkommen egal, was ist es denn? Eine Anomalie ist in erster Linie für uns eine Veränderung der normalen Datenkommunikation. Das heißt, wir bilden es so, dass wir unser System vorher ein Abbild machen. Von der Infrastruktur her oder von der Einrichtung her, unsere Architektur ist so gesetzt, dass unsere Flowmon Collector das zentrale Element darstellt. Aber er sitzt nicht als zentrale Komponente in dem Netzwerk. Er sitzt auf einem gespiegelten Port an einem Core-Switch zum Beispiel. Da wird er in die Lage versetzt, sämtliche Daten mitzuschneiden.
nimmt aber selber keine aktiven Eingriffe in den Datenverkehr vor und stellt somit auch kein Single Point of Failure dar. Das heißt, wenn unser System mal ausfallen sollte, was eigentlich relativ häufig, eher gering passiert, Entschuldigung, deutscher Versprecher, dann ist es tatsächlich so, dass Sie keinen Nachteil in Ihrer Kommunikation haben. Sie haben keine Störung in Ihrer Kommunikation. Unser System selber wird über diese Möglichkeit angeflanscht an alle Formen von Datenlieferanten, ob das jetzt Router, Switche, Cloud-Plattformen sind. Sie sind als eigenen Punkt Loadmaster, weil wir als Progress haben ja auch eigene Load Balancer im Portfolio und auch eigene Probes, die wir anbieten. Aber an all diese Komponenten schließen wir uns an und lesen dort die sogenannten Netflow-Daten aus. Netflow-Daten werden von allen gängigen Kommunikationsanbietern zur Verfügung gestellt. Dort, wenn Sie Segmente überwachen wollen, wo Sie automatisiert keine Netflow-Daten haben, kann man dort zum Beispiel eine unserer Probes positionieren. Die Probes hört sich quasi den Datenverkehr in dieser Lokation an oder in dieser Produktionsstelle oder was auch immer damit gemeint ist und analysiert den und erstellt dann eigenständig angereicherte Flow-Daten, die dann wiederum zu unserem Kollektor geschickt werden. Und der Kollektor ist bei uns in der Lage, komplett eine Infrastruktur, eine Kommunikation zu analysieren und dort Anomalien festzustellen. Das geht in verschiedenen Bereichen. Rechts sehen Sie halt nur dargestellt, was wir alles anbieten. Also wir bieten unsere Lösung klassisch als Appliance-basierte Lösung an. Da ist dann alles inklusiert, da ist der Storage mit dabei, da ist die entsprechende Prozessoranzahl mit dabei, die entsprechenden Speicherbausteine sind da drin vorgesehen. Das ist die Lösung, die wir quasi immer noch präferieren, weil sie auch von der Wartungsseite und von der Betriebsseite die wenigsten Probleme macht. Aber wir können unsere Lösung auch virtualisiert auf allen anderen Plattformen anbieten. Darüber hinaus ist unsere Lösung in der Lage, Datenströme komplett zu analysieren und kann bei Bedarf, gerade wenn ich hier, da ich jetzt nicht weiß, welches Klientel hier als Teilnehmer dabei ist, kann es ja auch sein, dass Sie selber ein eigenes Security Operations Center betreiben. Darin läuft bei Ihnen vielleicht ein SIEM-System, also ein Security Incident Enterprise Management System. Das ist ein System, welches Syslog-Ereignisse aus verschiedensten Komponenten sammelt, korreliert und entsprechend aufbereitet. Und auch wir können Teil einer solchen Infrastruktur werden, weil unser System vollständig REST API und Syslog SNMP unterstützt. Sie sehen also hier, wie wir solche Sachen übermitteln. Aber viel wichtiger ist, Sie wollen sicherlich mitbekommen, was wir denn bitte schön alles machen können. Und zwar mit der Kombination unserer Detektierungstools sind wir in der Lage, ein vollständiges Network Detection und Response System zur Verfügung zu stellen, welches einmal Schwachstellen erkennt, klassischerweise also eine Schwachstellenanalyse mitmacht, aber wer auch Schwachstellen in ihrer Konfiguration aufdecken können, welches in der Lage ist, mit Hilfe unserer Probes auch ein IDS abzubilden. Und wir vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, neben den Schwachstellen abweichendes Verhalten analysieren. Das heißt, wenn wir unser System bei Ihnen im Einsatz stemmen, dann lernt unser System durch die künstliche Intelligenz, die in unserer Maschine drin ist, durch unser Machine Learning, dass wie Ihre normale Kommunikation funktioniert und welche Komponenten bei Ihnen miteinander kommunizieren und sprechen. Und baut daraus ein Abbild sozusagen Ihres Unternehmens auf. Und jedwede Abweichung von diesem Abbild wird von uns dann entsprechend erkannt und auf den unterschiedlichsten Wegen alarmiert. Wir können also unsere Ergebnisse klassisch als einen MIP oder als einen PTRAP verschicken. Wir können das Ganze an Ihre SIEM-Systeme übermitteln, an ein NAC-System, an ein Firewall-System. Was auch immer Sie dort im Einsatz haben, können wir hin übermitteln unsere Ergebnisse, sodass dort dann die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst werden. Wir selber sind nur dafür da, zu detektieren. Wir können keine Blockings durchführen oder keine Sperrungen durchführen auf IP-Adressebene oder Ähnlichem. Das ist nicht die Kernkompetenz unserer Lösung und wird auch wahrscheinlich nie dazu kommen. Denn was wir machen, ist enorm rechenintensiv. Sie müssen sich halt vorstellen, der gesamte Unternehmensverkehr wird nahezu in Echtzeit analysiert und auf diese Fehler hin überprüft. Wir sind also ein Tool, welches Ihnen hilft, gerade bevor es zu einer Ransomware-Attacke kommt oder vor einem Angriff, schnell zu reagieren, um Ihre Lösung abzusichern und Ihnen die Möglichkeit zu geben,
tätig zu werden, bevor Ihre Lösungen, Ihre Festplatten verschlüsselt werden. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Dabei überwachen wir auch, wenn wir jetzt auf das Thema Ransomware-Abwehr und überhaupt Abwehr von Angriffsmustern gehen. Wir sind in der Lage, automatisiert zu überwachen, welche Angreifer und welche Aktivitäten dort stattfinden. Ob Spamming-Aktivitäten stattfinden, ob Malware-Domänen innerhalb Ihres Unternehmens genutzt oder auch versuchen zu kommunizieren, Botnet-Domänen. Jedwede Möglichkeiten einer Anomalie und eines Angriffsmusters sind wir in der Lage zu erkennen und können daraufhin entsprechend aktiv werden. Das Ganze wird ergänzt eben durch unser Adaptive Baselining. Das ist ein System aus 40 verschiedenen Methoden. Ich zeige Ihnen gleich mal kurz, wie wir im Falle eines Angriffs zum Beispiel reagieren würden. Und somit erkennen wir eben halt Zero-Day-Attacken und können diesen Attacken den Schrecken nehmen. Denn ein guter Angriff, gerade jetzt vor ein paar Wochen, vor 2 Wochen war in dem CIO-Magazin ein Bericht über die Firma Cisco, die dort sehr detailliert mitgeteilt hat, ja, wir wurden gehackt und ja, das ist bei uns so und so abgelaufen. Das Erschreckende war, dass selbst so ein weltführender Konzern wie Cisco über 200 Tage einen Angreifer in seinem System nicht erkannt hat. Und das lag mit Sicherheit nicht daran, dass die Firma Cisco keine 1A-Security-Produkte im Einsatz hat, sondern einfach nur, dass der Angreifer so intelligent war und Methoden genutzt hat, denen er heute unterliegt. Jetzt können Sie natürlich sagen, gut, ich bin ja keine Cisco, was soll mir schon passieren? Es hängt immer damit zusammen, welches Interesse ein Angreifer heutzutage entwickelt. Hacking und Angreifen ist kein Volkssport mehr, sondern es ist ein knallhartes Geschäftsmodell. Da drehen sich im Jahr mehrere Milliarden US-Dollar, alleine durch diese Lösegeldforderung und durch Datenabflüsse und Ähnlichem. Und deshalb ist das so für einen Angreifer attraktiv. Und es hängt immer davon ab, was Sie als Unternehmen darstellen, was Sie produzieren, was Sie vielleicht herstellen. Das kann an jedweder Stelle Begehrlichkeiten wecken. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen sind, die aber vielleicht eigene attraktive Patente ihr eigen nennen, die für einen Wettbewerber attraktiv sein können, für einen, ja, ich sag mal, politisch getriebenen Angriff interessant sein können. Alles das muss man sich heute vorstellen, sodass eigentlich jeder ein möglicher Opfer eines möglichen Angriffs heutzutage werden kann. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn so eine Malware einmal unterwegs ist, die hält sich ja nicht nur an dem einen System fest, sondern die verteilt sich ja auch wild durch das Internet heutzutage, über das Darknet, aber auch über das normale Internet. Und dementsprechend kann am Ende der Zeit jedweder mal Opfer einer Attacke werden. Wir nutzen dabei bei der Erkennung, oder wir orientieren uns dabei an dem klassischen Mitre-Track-Framework. Das ist heutzutage ein Standard, wie Angriffsmuster vorgehen müssen und auch tun. Also es fängt immer an, dass ein Angreifer versucht, erstmal Zugang zum Unternehmen zu bekommen. Und klassischerweise spielt da immer noch Social Engineering oder E-Mail die größte Rolle. Wenn ich Ihnen in Ihr Unternehmen eine E-Mail schicke, als Anhang ein PDF-Dokument, was eine Nummer, Rechnungsnummer darstellt, aus Ihrem Rechnungsnummernkreis, und ich fake die E-Mail-Adresse und nutze eine E-Mail-Adresse aus Ihrem vermeintlichen Kundenstamm und schicke das an die Buchhaltung bei Ihnen, die üblicherweise als E-Mail-Adresse hat buchhaltung@, dann was meinen Sie, wie sicher ist es, dass ein Angreifer diese Mail öffnet? Das ist ein Faktor von nahezu 100%, auch heutzutage noch. Und wenn der Angriff gut getaktet ist und großartig versteckt ist, dann werden auch die Perimeter- oder Endpoint-Security-Module nicht unbedingt anschlagen. Genau so gehen also immer noch Angreifer heutzutage vor. Man versucht das Ganze dann innerhalb des Netzwerkes sich auszubreiten. Und jetzt sind wir in dem Bereich, wo Sie bis heute keinen Schutz haben, in der Netzwerkinfrastruktur. Das heißt, dort macht sich dann der Angreifer als nächstes breit und verteilt sich auf den unterschiedlichen Systemen. Und dort ist er aber auch schon an Ihren Kronjuwelen. Er ist an Ihren entsprechenden Storages, an Ihren Datenbankservern, an Ihren Kundenservern, da wo Ihre Warenwirtschaft vielleicht aufläuft. Überall dort kann er jetzt tätig werden, kann versuchen, dort Daten zu exfiltrieren. Und leider gelingt ihm das heutzutage immer noch. Man liest es nahezu täglich in der Zeitung. Deshalb, das kann ich Ihnen sagen, davor ist noch keiner gefeit. Deshalb, wir können sämtliche Formen von Attacken überwachen. Wir können Verkehrsanomalien detektieren auf den unterschiedlichen Protokollen.
Wir haben interne Security-Tools, die wir überwachen können, aber auch sehen, ob zum Beispiel dort sich ein Botnet eingesetzt hat. Wir können aber auch rein administrative Probleme aufdecken, also Fehlerbestimmung. Da ist in irgendeinem Switch auf irgendeiner Etage ist ein Portdefekt. Das verzögert die Kommunikation. Es stellt also für uns somit eine Anomalie dar. Und wir können exakt aufzeigen, welches Gerät, welcher Port, wer war davon betroffen. Also das ist auch möglich. Oder wir prüfen, ob ungewünschte Applikationen auf Ihren Geräten unterwegs sind. Passiert üblicherweise dann, Sie haben Ihr Notebook zu Hause, sitzen im Homeoffice, ungeachteter Moment und Ihr kleiner Sohn oder Ihre Tochter fängt an und surft auf irgendwelchen Internetseiten. Und da ist die Gefahr groß, dass man sich auch darüber etwas einfängt. Haben Sie lokale Malware-Lösungen an Bord, dann ist es sicherlich kein Problem, aber trotz alledem, dort ist es schwierig und kann immer wieder zu Angriffspunkten für einen Angreifer reichen. Das erkennen wir, das analysieren wir. Und allein im Verhalten von Endgeräten können wir ebenfalls langfristig Analysen darstellen. So, ich habe jetzt hier gerade das Problem, dass der Bildschirm geöffnet war. Moment, sorry, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt bin ich leider hier rausgesprungen. Jetzt habe ich gerade ein kleines Problem, das kriegen wir aber sofort wieder hin. Genau, Sie müssten einfach nur auf die Seite gehen, bei der Sie eben waren, auf der linken Seite und dann einmal. Ja, genau. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben, genau. So, und jetzt machen wir wieder hier. Entschuldigung. So, da sind wir wieder. Und wie gesagt, das sind Sachen, die wir entsprechend überwachen können. Ihnen mal dargestellt, unsere Reaktionsmöglichkeiten sind also vielfach. Aber ich möchte Ihnen auch einfach mal kurz zeigen, was passiert, wenn wir aktiv werden. Hier ist mal so der Standardbildschirm unserer Überwachung. Sie sehen also eine Relle, ich hoffe, Sie können es erkennen. Das ist im Prinzip eine minutengenaue Überwachung des gesamten Netzwerkverkehrs und sämtlicher Flows im Unternehmen. Und diese monitoren wir mit. Und plötzlich stellen wir an irgendeiner Stelle eine Abweichung fest. Das stellt sich bei uns erstmal nur als Peak dar. Aber wir wissen sofort, halt stopp mal, anhand der Farbe dieses Peaks schon, was ist denn jetzt hier passiert? Ja, hier ist tatsächlich passiert, dass versucht worden ist, eine Kommunikation zu einem Blacklisted Host aufzubauen. Und das wurde entsprechend getrackt von unserem System und wurde dem Kunden im unteren Bereich schon direkt mitgeteilt, wer ist davon zuständig. Aber wir gehen natürlich noch weiter. Wir tracken das nicht nur, sondern wir können natürlich dann oder Sie haben dann die Möglichkeit zu hinterfragen, was genau verbirgt sich denn dahinter, wenn da steht was von Blacklist Host. Und das wird dann hier ein wenig näher durch einfach einen Klick auf diesen jeweiligen Peak, können Sie sofort erkennen, was ist denn passiert, was ist eventuell schon an Daten hochgeflossen, was ist heruntergeladen worden, welcher Port ist dafür benutzt worden. Sie sehen, hier ist eine Erläuterung drin, da kann ich draufklicken, dann kommt man in den Bereich der Meteor Attack Datenbank und kann dort sehen, was verbirgt sich dahinter. Aber was Sie sofort erkennen ist, wann ist das Ganze detektiert worden bei uns? Wann ist also das letzte Update? Und jetzt wird es interessant, wann ist denn der erste Flow dieser Kommunikation aufgezeichnet worden? Das heißt, wir betrachten auch den Datenverkehr immer rückläufig in die Vergangenheit hinein. Das oftmals sind das nur wenige Sekunden oder Minuten, das reicht schon vollkommen aus. Aber so analysieren wir die komplette Kommunikation. Wir verfolgen also, wenn einer unserer Trigger angeschlagen worden ist, machen wir eine Rückverfolgung bis auf das allererste IP-Paket, was aus dieser Kommunikation festgestellt worden ist, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, den Angriff komplett nachzuverfolgen oder die Anomalie, sagen wir jetzt mal, damit Sie auch hinterher, wenn es um das Thema Remediation geht, wenn es um Berichtswesen geht, genau wissen, das ist passiert, das haben wir gemacht und das ist letztendlich darunter ausgelöst worden. Hier ist es eben halt der Punkt, man weiß genau, wo kommt das her, es ist definitiv kein False Positive. Und dann kann man genau in die Analyse einsteigen und sagen, so, da sind 124 Bytes geflossen, ich will wissen, was war das und wohin ging das. Und Sie sehen genau Source-IP, Destination-IP, der jeweilige Zeitstempel dahinter, welche Ports wurden benutzt, welche Ports wurden als Transferport benutzt und so weiter und so fort, welche Type of Services waren betroffen und was ist die Destination Max. Sie haben also einen kompletten Übersicht über diesen Flow und können dort tätig werden. Und da wir jetzt wissen, das ist ein Flow, der von einem Blacklisted Host, nämlich von recyber.net kam, dann kann man da jetzt auch eine Aktivität auslösen aus unserem System heraus,
via unserer REST API beziehungsweise Syslog SNMP Schnittstelle liefern wir eine Information über diesen Track auf eine Firewall und sagen der Firewall, pass auf, wir daten jetzt quasi deine Filter Rules auf der Firewall ab und blocken diesen einkommenden Host unmittelbar und sofort. Und sollte dieser Host versuchen, bei Ihnen Malware zu positionieren, wird Ihnen das nicht mehr gelingen, weil wir sofort die Kommunikation unterbunden haben. Also wesentlich schneller als sämtliche Formen von signaturbasierten Sicherheitssystemen anschlagen können. Zusammengefasst liefern wir mit unserem Flowmon-System eine automatisierte Analyse. Wir liefern Ihnen deutlich tiefere Einblicke innerhalb Ihrer Netze und Ihrer diversen Komponenten und der Dienst und der Applikationen, die darauf laufen. Wir liefern schnelle, unmittelbare Ergebnisse. Ich tue mich immer schwer, mit Echtzeit zu reden. Wir sind nahezu Echtzeit unterwegs, denn je nach Art und Umfang des Messergebnisses brauchen auch wir ein paar Millisekunden. Also es ist nicht hundertprozentig Echtzeit, aber sehr, sehr nahe dran. Und somit sind wir in der Lage, schnellstmöglich Sicherheitsoperationen und Netzwerkoperationen auszulösen, um eben einem Angreifer erst gar keine Chance zu geben, Schadcode bei sich, bei Ihnen im Unternehmen nachzuladen und entsprechend nutzen zu können, um das Ganze zu machen. Damit wäre ich zum Ende meines Vortrages. Ich gehe davon aus, dass ich fast eine Punktlandung hingelegt habe. Würde mich aber natürlich über Ihre Fragen noch freuen. Sie sehen hier auf der Folie auch, die Frau Odischteger sprach auf die vorherigen Gelder an, die ist meine Kontaktdaten. Sie können mich also jederzeit gerne kontaktieren. Unser System kann man einmal als Demosystem sich ansehen. Wir können das Ganze aber auch als eine geführte Demo bei Ihnen im Hause durchführen. Das heißt, Sie haben einen bestimmten Anforderungskatalog an eine Security-Lösung und wir liefern die entsprechenden Antworten gezielt auf Ihre Situation, auf Ihr Unternehmen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Melzo. Sie haben die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, schon vorweggenommen. Es sind nicht viele Fragen im Chat offen geblieben, aber wenn ich jetzt Ihr System nutzen wollte, wie fange ich an? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Vielleicht könnten Sie da noch einmal drauf eingehen. Ja, gerne. Also unser System, ich hatte es ja auf der einen Folie schon eingangs gezeigt, kann implementiert werden als reine Hardware-Appliance. Dann kriegen Sie die Appliance geliefert, implementieren die in ihr Netzwerk. Es dauert etwa eine halbe Stunde, bis die erste Grundkonfiguration getätigt ist und das Gerät läuft. Der Gesamtaufwand für eine Implementierung in einem, ich sage jetzt mal klassisch, in einem mittelständischen deutschen Unternehmen, der sollte nicht mehr als 1 bis 2 Tage betragen. Hängt so ein bisschen mit der Lernphase ab und mit dem Ganzen drum und dran. Und das ist dann das, was Sie als Zeitaufwand haben, bis Ihre Anlage automatisiert im Hintergrund läuft. Also es ist dann so, unser System trägt sämtlichen Datenverkehr 24/7 rund um die Uhr mit und reagiert. Das heißt, das ist dann Automatismus. Sie müssen nicht mehr eigenständig irgendwelche Logfiles analysieren, sich in irgendwelche Logfiles hineinbegeben mit einer Wireshark und das adressieren. Und alternativ können Sie das Ganze natürlich auch auf einer virtualisierten Umgebung bei Ihnen laufen lassen. Wir supporten da sämtliche Virtualisierungsplattformen, gilt aber der gleiche Zeitaufwand von der Implementierung her. Ja, das ist ja überschaubar und sehr komfortabel. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Melzo. Dann würde ich Sie jetzt verabschieden. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne und begrüße jetzt unseren letzten Referenten für den heutigen Tag, Herr Christoph Schulte-Jans. Hallo, Herr Schulte-Jans, sind Sie schon da? Hallo, guten Tag. Hallo,